So, da sind wir wieder und ich krieg direkt hier ein neues Buch in die Hand. Ein Instruction Manual. Aber ich habe meinen Rucksack immer noch auf. Ja, meine Lieben, also es ist gerade wieder abgestürzt. Es hat sich selber wieder auf den Chunk Loading Smooth gestellt und ich bin einfach nur noch zwischendurch am Verzweifeln. Ich würde das irgendwie am liebsten verhindern. Ich weiß nur nicht, ob das irgendein Mod macht, warum der das umstellt. Ich habe keinen blassen Schimmer und ich werde bestimmt jetzt eine neue Registerkarte kriegen, oder? Ah, juhu. Ich habe zwar eine neue Registerkarte bekommen, aber die sind alle noch gespeichert. So, dann einmal eine Black Mesa. Zum schwarzen Messer, Alter. Ist das am Ruckeln. So, und dann holen wir uns mal hier irgendwie so ein Billo-Schwert hier. Haltbarkeit ist fast im Arsch. Oh Mann, ey. Es nervt mich so. Es nervt mich so. Ach Quatsch, ich bin doch schon dran vorbeigerannt. Hier, so, wo waren denn die Atlasse? Atlanten. Und Trigger Glass. Die werden auch immer geupdatet, hoffe ich, ne? Jo. Gut, wir haben einen neuen antiken Atlas. Wir haben das Schwert und wir brauchen Graphic. Normal. So, normale Größe erstmal wieder. Hat er sich wieder umgestellt? Die Tatsache. Tatsache! Sobald ich die GUI verändere, verändert sich das Shunk-Loading. Aha! Das heißt, diese Telepads sind eigentlich voll für den Arsch. Egal. So, ich brauche jetzt erstmal zwei, drei Eimer Wasser. Na, jetzt lass mich doch mal. Zwei, drei Eimer Wasser. So, wo haben wir denn die Wassereimerchen hingepackt? Magma Cream, bla 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 bla. Wenn das überhaupt funktioniert im Nether. Ich glaube nämlich nicht. Aber egal. Dann nehmen wir uns halt noch ein bisschen Baumaterial mit zusätzlich. Da sind Eimer. Eimer. Da ist ein Eimer. Und hier sind Baumaterialien, die ich eh nicht brauche. Hier, zack, weg. Die können auch ruhig im Nether verschimmeln. Dann gibt immer noch eins halben Stack oder was. Hier ist ja noch keine Crafting-Box. Und hier ist aber eine. So, da. 10 Eimerchen, 11 Eimerchen, 12, 13, 14. 15, 16. Nochmal ein paar Eimer dazu. Ich habe ja genug Materialien. Deswegen können wir uns ruhig mal hier zwei oder fast zwei Stacks Wassereimer machen. Jetzt müssen wir nur einmal kurz an die Oberfläche uns wieder ein bisschen Wasser holen. Aber wir gehen ja eh durch Neu-Agamant rein. So, ich muss sofort danach das Chunk-Loading umstellen, weil sonst schmiert mir das wieder ab. Also die Telepads sind mehr oder weniger schuld. Nicht was anderes. So. Hinteragamant, Neuagamant. Siehst du? Jetzt hat er sich nämlich wieder auf. Ne, jetzt ist er auf Default. Gehe ich jetzt auf Groß? Ist er oder bleibt er auf Default? Der bleibt auf Default. Nochmal, wenn er geladen hat. Ja, der bleibt jetzt auf Default. Okay. Also ist schon ein bisschen strange, aber okay. So, ein paar Wassereimerchen. La la la. La 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 la. Jo, reicht. Für Nether reicht das schon, ne? Ach, wir haben auch noch nicht mal was zu essen mehr. Wir haben ja auch nichts zu essen mehr. Achso, wir mussten ja sowieso zurück eigentlich wegen Essen. Aber egal, ich will jetzt erstmal meine Klamotten holen, bevor wir. Oh nein, unsere Flügelchen sind ja auch weg. Oh nein, ich kann hier nicht mehr hochlaufen. Oh nein. Oh nein. So eine Schande. Gib mir was zu essen. Gib mir was zu essen. Cool, das war ja ein Verbrennungsschwert. Fällt mir gerade mal so auf. Direkt ein gebratenes Hühnchen. Dann holen wir uns nochmal ein gebratenes Schweinchen. Ha! Direkt nochmal 5 gebratene Schweinchen dazu. Ich kann ja jetzt nicht mehr double jumpen. Direkt nochmal ein paar gebratene Schweinchen dazu geholt. Zack.
Und jetzt müssen wir erstmal zu unserer Leiche finden. Oh Mann. Ah, nee, ja. Autsch. Genau deswegen. Shame on me. Ich hoffe, wir kriegen unsere Sachen wieder. Sie müssten ja jetzt eigentlich in diesem Grabstein gespeichert worden sein, ne? Und abgestürzt ist es ja nicht wegen dem Grabsteinmod, sondern nur wegen dem Chunkloading. Ist nicht dein Ernst. Da. Hier lies Palooza. Willst mich verarschen? Ich will nur an meine Sachen. Danke, tschüss. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Alter, lass mich in Ruhe. Auch Pferdchen. Nein. Alter. Wir werden so hart beschossen. Von zwei Seiten. Ich sehe absolut nichts, aber ist egal. Ich weiß, dass ich richtig bin. Wow. Ui. 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 Ich baue mir mal eben hier irgendwie. Oh nein. Ah ja, hier so. So machen wir das. Puh. Ja. Verdammt, das geht nicht im Nether. Auch nicht da? Nein, es verpufft sofort. Nein. Es ist zu heiß dafür. Shit. Hat sich unsere Mühe hier nicht gelohnt. Guck, Bacon. Und was ist, wenn ich auf ganz anderem Material das Wasser setze? Geht das? Shit, ich dachte es mir schon. Ja, ist klar. Ist einfach zu heiß hier im Nether. Ah, verdammt. Verzeihung. Ach, Mann. Shit. Jetzt haben wir uns schon so viele Wassereimer gemacht. Ach, Mann. Das hättet ihr mir gleich sagen können, ne? Ich weiß. Ich bin zu blöd dafür. Ach, Mann. Das ist doch ärgerlich jetzt. Jetzt habe ich so viel Wasser mitgenommen, ich kann davon nichts trinken, ich kann da nichts mitmachen, absolut nichts. Es verpufft einfach. Na gut, dann müssen wir auf irgendeine andere Art und Weise dort hinunter gelangen. Ah, hier lies Palooza, ja. Ich bin hier runtergefallen, ich weiß. Wie komme ich an meine Leiche ran? Ohne nochmal zu sterben am besten, ne? Ich habe auch keine Fackel, nichts mitgenommen. Ich bin so doof. Ich gehe jetzt erstmal hier entlang und hoffe, dass ich meine Leiche dann da irgendwo sehe oder meinen Grabstein. Ich wette, ich bin ganz tief unter dem Wasser da, unter der Lava. Von hier sehe ich jedenfalls nicht meine Leiche. Da müsste ich irgendwo liegen, da so. In dem Bereich. Ich sehe aber nirgendwo den Grabstein. Scheiße. Nicht runterfallen. Oh Mann. Warte, ich hab eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir gucken erstmal, ob sich das überhaupt lohnt. Wir gucken erstmal. Ich fliege dann natürlich da wieder zum Ausgangsposition zurück. Unser Grabstein ist hier auf jeden Fall.
Ich muss nur irgendwie die Lava hier so wegdünsten. Schaffe ich nie im Leben. Schaffe ich nie im Leben wegzudünsten. Muss ich so machen. Geht ja gar nicht anders. Oh ja, schrei. Ich sehe absolut nicht, wo ich hier... Naja. Schrei, schrei, schrei. Schrei so laut du kannst. Oh Mann. Also, unsere Sachen sind auf jeden Fall da unten. Es geht nicht anders, Leute, ne? Ihr wisst, ihr seht selber. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ich muss irgendwie dann... Das ist sonst zu frustrierend mal wieder. Nach der gestrigen Session ist das zu frustrierend. So, zumindest das, ne? Gut, wieder zur Ausgangsposition zurück. Die war hier. So, wir haben uns ausgebrannt. Oh, gleich fehlt uns noch trinken. Weißt du? Was? Ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Tschüss. Ihr habt nichts gesehen. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. So. Jetzt muss ich zusehen, dass ich da irgendwie noch rüberkomme. Oder runterkomme und dann rüber. Am besten natürlich und alles das ohne zu sterben. Oh Mann. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. They're coming! Ah, nee, das ist zu tief. Da sterben wir auf jeden Fall, egal wie tief das ist. Ah. Da sterbe ich auf jeden Fall. Geronimo! Unten bin ich schon mal. Das Stück haben wir überlebt. Und die Flasche ist natürlich nicht verbrannt. Oh, was? Was? Mein Geist? Was? Mein Geist greift uns an. Wir haben nur noch ein halbes Herz. Oh mein Gott, unser Geist. Und er hat unsere Sachen gedroppt. Oh, er hat unsere Sachen gedroppt. Oh Gott. Wir haben nur noch ein halbes fucking Herz. Und er hat unsere Sachen gedroppt, der Geist. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Rein damit, rein damit, rein damit. Alles erstmal rein da. Was? Ich meine, hallo? Wir waren eigentlich... Was? Bitte... Oh. Okay, ich kann so viel gerade nicht verarbeiten im Kopf. Ich muss erstmal hier weg. Oh Gott. Ich konnte jetzt so viel gerade auf einmal nicht verarbeiten. Wir haben unsere Schuhe wieder, wir haben unsere Flügel wieder und unsere... Oh Mann. Wo sind die Flügel? Da. Wir haben alles wieder und haben gerade unseren Geist besiegt, liebe Leute. Unseren Geist. Okay, das war strange, aber okay.
Oh, wir können wieder so hoch springen. Oh mein Gott. Also, ich werde mich jetzt nicht mehr in diese Nähe begeben dort. Eieieiei, um Gottes Willen, ey. Hör auf Zeiten, meine Fresse, ey. Oh Gott. Oh Gott. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen erkunden und so und vielleicht was bauen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Spannung, ein bisschen Action. Aber so viel Action war dann doch zu viel für meine Nerven jetzt. Okay, dann lasst uns mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo, abgesehen von dem Quarz, oh guck mal hier, schön. Irgendwo, abgesehen von dem Quarz, noch schöne Items entdecken, wollte ich gerade sagen. Beziehungsweise nicht schöne Items entdecken, sondern wie heißt das nochmal? Hier, Minulin, für Minulin. Ardit und Kobalt brauchen wir auf jeden Fall. Ardit und Kobalt. Ein bisschen Ardit, ein bisschen Kobalt. Und zusammen ergeben sie Ardit Kobalt. Oder besser gesagt, Minulin. Ardit, Kobalt. Ardit und Kobalt sind zwei Freunde fürs Leben. So. Das ist ja meine Fresse, das ist ja noch eine Festung. Oder gehört die immer noch dazu? Ne, das ist die zweite. Zwei nebeneinander. Krass. Krasse Sache. Ich bin so froh, meine Sachen wieder zu haben. Allein schon Le Flügel. What are you whispering? What are you whispering to me? Alter! Wie böse! Ich brauch mal, nee, warte mal, ich hatte doch. Genau, ich hatte doch Fackeln dabei. So, das weg. Ja, den können wir mal lassen. Das weg, das rein. Das, zack, 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 zack. Sulfur, aha, okay, the vegan option, Sulfur. Ein Atlas wieder rein. Eine Registerkarte rein. Okay, so. Oh Gott, schon wieder. Also eins sage ich euch, Lava mag ich nicht. Sieht zwar geil aus und so, aber muss man echt mit Vorsicht genießen. Egal ob in echt oder in Minecraft in dem Falle. Lava ist mit Vorsicht zu genießen. Jetzt hätte ich fast das Baby-Pigman-Zombie angegriffen, weil er so creepy aussah. Dabei hätte das tödlich enden können für uns. Mach mal ein bisschen Licht. Aua. Was? Ah, okay. Ein Skorpion. Es war nur ein Skorpion. Ich dachte, es wäre jetzt irgendwas anderes gewesen. Ich dachte, Zombie-Pigman war es jetzt. Und wir hätten uns gegen jeden Zombie-Pigman hier auch noch durchschlagen müssen. Das wäre eine gewaltige Arr-Karte, die wir gehabt hätten dann. Also entweder versuche ich hier hochzukommen, ohne dass wir runterfallen. Oder ich lasse es einfach und gehe hier gar nicht rein in die Nitterfestung. Aber ich will wissen, was da drin ist. Ich will Truhen und so finden. Meine Mami! Das hört sich so an. Meine Mami! Wo ist meine Mami? So, hier. Ich gehe mal hier lang. Das sieht mir ein bisschen entspannter und besser aus. Alter, die Geräusche. Okay, wir sind auf jeden Fall hier ein bisschen in Sicherheit. Gott, ich muss ja auch wieder den ganzen Scheißweg zurück. Oh mein Gott. Warum ist da ein Glowstone? Ach so, darum. Habe ich gerade weggepackt, ne? Ja. Ja, nee.
too risky. Was ich davon sammeln kann, nehme ich mit. Das andere verbrennen doch. Oh, diese Whispering Noises, ne? Oh, die machen einen so kirre im Kopf. Mhm, das sieht mir dann am Spawner rechts aus. Wo ist eigentlich unser Lohnspawn? Unser Lohnspawner hin, der ist auch irgendwie verschwunden, ne? Ich glaube, das Update hat die gefressen. Egal, sowas können wir ja immer noch mal bauen. Deswegen baue ich ungern im Nether auch irgendwelche Sachen. Der Nether ist sowas von nutzlos, wie ich finde. Und eine große Versammlung von Zombie-Pigments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. 7 Pigments wollen hier sich versammeln. Und haben irgendwas Wichtiges zu besprechen. Aber nicht mit mehr. Ich höre wieder eine Kerstin. Oh mein Gott. Ah, jetzt leckt's auch noch. Kerstin, lass mich. Lass mich mal durch. Ich tue euch nichts. Keine Panik. Ich höre hier Lohn. Okay, hier hinter ist nichts. Okay, hier hinter ist auch nichts. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Es hört sich nach Lohn an. Hat sich gelohnt. Wo ist mein Schwert? Da. Plünderung 3.